Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um eine Grundschaltung in der Elektronik. Man sieht es hier, ich habe einen Blinker aufgebaut und man nennt es eben auch Oszillator, Taktgenerator oder A-stabile Kippstufe. Und die Frage ist jetzt, wie die Schaltung funktioniert. Ich will das kurz erläutern. Dazu gehe ich erstmal hier in die, zeige mal kurz die Schaltung hier. Ich habe die aufgebaut mit einem Standard CMOS IC vom Typ 4093. Das CMOS IC beinhaltet 4 Nellenkater mit jeweils 2 Eingängen und von diesen 4 benutze ich nur eins, also der Widerstand hier und der Kondensator sind an den ersten NAND-Cutter angeschlossen. Alle anderen nicht benutzten Eingänge der nicht benutzten NAND-Cutter sind auf grau und das sind hier diese schwarzen Drähte und hier der gelbe Draht ist in dem Fall der Ausgang für die Leuchtdiode, der an Pin 3 hier in dem Fall angeschlossen ist. Die Frage ist jetzt also, warum fängt eigentlich die Leuchtdiode an zu blinken? Ich habe hier mal die Schaltung aufgezeichnet. Und man sieht hier also das NAND-Cutter. Kurz zur Erläuterung. Pin 1 von dem NAND-Cutter ist an plus 5 Volt. Pin 3 ist der Ausgang, der geht an die Leuchtdiode. Pin 3 geht aber auch noch an diesen Widerstand. Und die andere Seite des Widerstandes ist an Pin 2 angeschlossen, an den Eingang hier. An Pin 2 ist auch noch dieser Kondensator gegen Ground angeschlossen. Wenn man sowas analysieren will, dann sollte man sich zunächst einmal anschauen, wie sich Spannungen einstellen im Einschaltmoment. Und hier in dem Fall ist es ganz wichtig, dass man sich mal die Spannung UC anschaut. Wenn man aus der Elektrotechnik die Formel hernimmt für UC von T, hier UC von T gleich U0 mal Klammer auf 1 minus E hoch T durch Tau, Klammer zu, und T gleich 0 setzt, dann wird dieser Term 1, der Gesamtterm 1 minus 1 ist 0, also ist die UC von T gleich 0 gleich 0 Volt. Das heißt also im Startmoment stellt sich hier eine UC von 0 Volt ein. Das heißt auch, ich habe hier am Gatter schon zwei logische Zustände, nämlich 1, weil es ist an 5 Volt dran, und 0, weil die UC zum Zeitpunkt T 0 0 ist. Und ich habe am Ausgang eine 1. Das kann ich hier gleich in die Diagramme eintragen. Also man sieht hier, habe ich schon kurz vorbereitet, UC ist am Anfang 0 und der Ausgang Q ist auf High. Nun, wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann passiert Folgendes. Ich lasse jetzt mal hier erstmal die Leuchtdiode raus. Also ich denke mir jetzt mal die Leuchtdiode weg. Es passiert Folgendes. Es kann nun, weil ja hier eine logische 1 ist, ein Strom fließen über den Widerstand hier rüber zum Kondensator IC. Und wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass diese beiden Ströme hier in die Eingänge ungefähr 0 sind, also man kann mit 0 rechnen und hier auch kein Strom wegfließt, dann ist es wirklich so, dass der Ladestrom für den Kondensator nur durch den Widerstand fließt und den Kondensator auflädt. Das heißt auch aus der Elektrotechnik wissen wir jetzt Ladekurve des Kondensators. Also er lädt sich auf nach dieser Funktion praktisch. Natürlich nicht linear, sondern eben hier in so einer Kurvenform. Das macht er aber nicht bis zum Ende, sondern die Spannung steigt ja hier an, wenn der Kondensator geladen wird durch den Strom. Wenn das der Fall ist, dann erkennt irgendwann das Gatter hier an Pin 2 eine logische 1. Nehmen wir mal an, diese logische 1 wäre hier. Also zum Beispiel hier. Hier wäre eine logische 1. Während des Aufladens übrigens bleibt der Pin 3 auch auf 1. Das heißt also, hier bleibt es auf 1. Er hat also jetzt meinetwegen hier an Pin 2 eine logische 1 erkannt. Dann hätte ich folgende Situation 1, 1 als logische Eingänge und am Ausgang hätte ich eine logische 0. Das heißt jetzt auch wiederum, dass Folgendes passiert, dass der Kondensator sich nun, weil das ja logisch 0 ist, über diesen Widerstand wieder entladen kann. Ich zeichne das jetzt mal mit einer anderen Farbe hier. Also der IC zum Entladen geht dann zurück an
dieses Potential, was ja praktisch ground ist. Das heißt, in dem Moment kann ich das hier in der Kurve eintragen, entlädt der Kondensator sich wieder. Bis wiederum, und das ist auch eben wichtig zu wissen jetzt, die Spannung geht ja runter in dem Moment, bis dieser Eingang des NAND-Gatters wieder eine logische Null erkennt. Und ich zeichne das mal hier einfach ein. So zum Beispiel. Dann wäre hier logisch 0. Ich habe noch was vergessen, nämlich den Ausgang. Der geht ja dann hier runter. So, dann bleibt er unten, bis er eben hier eine logische 0 erkennt. Und dann sind wir eigentlich wieder an der Anfangsbedingung. Das heißt also, wenn er hier eine logische 0 erkennt, haben wir wieder 1, 0 und dann ist der Ausgang wieder auf 1 und der Kondensator kann sich wieder aufladen. Das geht also dann so. Der Ausgang geht hier auf High. So. Dann bis zum bestimmten Zeitpunkt, wo er wieder eine logische 1 erkennt. Hier ist logisch 0. Hier ist logisch 1. Hier geht er also wieder runter und so weiter. Man sieht also, dass er hier ein Taktsignal erzeugt und dadurch fängt die Leuchtdiode eben an zu blinken. Die Frequenz ist also hier so niedrig eingestellt, dass man die Leuchtdiode blinken sieht. Das ist nicht immer der Fall. Das werden wir noch später sehen. Jetzt werde ich mal die Schaltung etwas modifizieren. Und zwar wie folgt. Ich zeichne das hier mal in Orange, in der Hoffnung, dass man das gut sieht. Ich zeichne hier noch einen Widerstand ein. Und eine Diode, zum Beispiel in diese Richtung. Und den Widerstand wähle ich jetzt 1 Kiloohm. So. Was passiert nun? Jetzt kann man sehen, dass der Lade- und Entladestrom nicht mehr den gleichen Weg nimmt. Warum? Man wird sehen, dass der Entladestrom eher diesen Weg nimmt, weil einfach der Widerstand hier kleiner ist. Diesen Weg. Der Ladestrom bleibt, die Diode hier in dem Fall ist in Sperrrichtung, das heißt zum Laden bleibt hier der grüne Strom sozusagen erhalten, zum Entladen der orange Strom sozusagen. Der ist aber wesentlich höher, beziehungsweise die Zeit, wo er entlädt, ist wesentlich schneller. Das heißt wiederum für das Diagramm folgende Situation. Ich lade hier sozusagen in dieser Zeit, die bleibt, aber ich entlade nun ziemlich schnell. So zum Beispiel. Und ich zeichne das hier zweimal so ein, so. Und wieder die orange Seite. Und man sieht auch, was passiert mit dem Ausgangssignal, mit dem Rechtecksignal. Das sieht etwas anders aus als davor. So. Das sieht nämlich so aus. Und hier geht er mal irgendwie hoch. So. Die sogenannte Pulsbreite hat sich geändert. Also die Zeit, wo hier das Signal auf 1 ist. Das heißt, wenn ich diese Diode einbaue, dann müsste die Leuchtdiode eigentlich nur kurz aus sein. Und ich will das einfach mal tun. Ich habe ja hier die Schaltung. Ich mache die mal kurz aus. Habe die Diode hier. Die Diode geht an Pin 2 mit der Anode. Das heißt also, die geht hier ran. Und der 1 Kiloohm Widerstand geht an die Diode ran, geht an Pin 3. Also hier. Jetzt schalte ich mal wieder ein. Und man sieht, die Diode ist nur kurz aus.
Man könnte jetzt genau das gleiche umgekehrt machen. Das heißt, wenn ich jetzt die Diode umdrehe, das sieht man vielleicht besser, dann wäre sozusagen der Ladestrom sehr schnell. Das heißt, die Diode ist nur kurz an. Ich drehe die Diode mal um. So. Ja, also sie geht nur kurz an. Die Einzeit ist länger als die Auszeit. Und durch diese Diode kann man also nun generell gesprochen den Weg des Stroms zum Laden oder Entladen des Kondensators festlegen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. So eine Konstellation mit solchen Dioden sieht man ziemlich oft. Man sieht auch die Möglichkeit der Antiparallelschaltung von Dioden mit einem zusätzlichen Reihenwiderstand. Das sieht teilweise sehr komisch aus, hat aber den Zweck, dass man den Strom zum Laden und Entladen solch eines Kondensators praktisch bestimmt über diese Dioden und damit auch Zeiten festlegen kann, also Ein- oder Auszeiten. Im nächsten Video erkläre ich mal, wie man das flexibel gestaltet und welche sinnvollen Möglichkeiten es sozusagen gibt dazu. Eine Anmerkung noch dazu, es gibt keine Schaltung ohne Nachteil. Diese Schaltung kann man natürlich aufbauen, um jetzt hier so einen Blinker zu bauen, das ist überhaupt kein Problem. Was diese Schaltung aber nicht bietet, ist eine stabile Frequenz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich je nach Hersteller von 4093 unterschiedliche Frequenzen rausbekomme. Das heißt, so eine Schaltung sollte man also nicht als Frequenzgeber nehmen. Dann nimmt man dann eher einen Quarzoszillator. Das ist eigentlich dann besser. Das ist also ein Nachteil dieser Schaltung. Für einfache Sachen, für einen Taktgeber, für einen Counter oder sowas funktioniert das ganz gut. Was ich noch sagen möchte, ist kurz, kommt immer die Frage, Mensch, wie kann ich jetzt also eine andere Leuchtdiode anschließen, die praktisch entgegengesetzt zu dieser Leuchtdiode leuchtet? Na, nichts einfacher als das. Ich nehme einfach eine zweite Leuchtdiode. Ich muss mal gucken, wo ich die hier gerade habe. Hier. Und schließt die hier auch an Ausgang an. So. Und die Diode schalte ich aber nicht nach Ground, sondern nach Plus. Huch, das war falsch. Nein, Plus natürlich. Ja. So, und jetzt sieht man, jetzt habe ich praktisch einen Wechselblinker. Von der Schaltung her gesehen ist es ziemlich einfach. Ich habe jetzt hier oben praktisch eine, ich mache das mal mit einer anderen Farbe, damit man es sieht. Ich habe hier oben einen weiteren Widerstand dran und auch eine Leuchtdiode und die geht an plus 5 Volt. Ja, also wenn in der Mitte jetzt hier der Ausgang Q zwischen 0 und 1 wechselt, dann ist, wenn der Ausgang auf High ist, die Leuchtdiode an, und wenn er eben auf Low ist, dann kann eben der Strom durch diese Leuchtdiode fließen. Das heißt, ich habe dann hier diesen Wechselblinker, und mit dem 4093 kann ich theoretisch jetzt hier 4 solcher Wechselblinker aufbauen. Ich habe hier 4 NAND-Gatter da drin, die es ermöglichen. Gut, das wäre es zu diesem Thema erstmal. Im nächsten Video geht es dann darum, diese Sache mit der Diode variabel zu machen.